Die Wiener Hofburg als prunkvolle Kulisse, das hat Tradition. Auf diesem Balkon hielt Adolf Hitler 1938 seine Rede zum Anschluss Österreichs. Und hier feiern seit vielen Jahren rechtsnationale Burschenschaften aus ganz Europa den von der FPÖ organisierten Akademikerball. Auf der anderen Seite des Heldenplatzes demonstrieren Tausende gegen die Ballgäste und in diesem Jahr auch gegen die Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten. An die 3000 Polizisten müssen antreten, um Zusammenstöße zu verhindern. Im Inneren der Hofburg zelebriert man derweil die Traditionen der Burschenschaften. In der Vergangenheit trafen sich hier auch so manche Rechtsextreme. Filmen darf nur der parteieigene Sender FPÖ-TV, denn die prominentesten österreichischen Burschenschafter sind inzwischen in Regierungsverantwortung. Wie Norbert Hofer, Mitglied der Makrogermania Pinkerfeld, er ist Infrastrukturminister. Johann Gudenus von der Vandalia zu Wien ist Fraktionsvorsitzender der FPÖ. Und Heinz-Christian Strache, ebenso Mitglied der Vandalia, ist sogar Vizekanzler. Ich sage bewusst, wir sind stolz auf diesen wundervollen, traditionellen Ball. Insgesamt 18 von 51 FPÖ-Abgeordneten im österreichischen Parlament, dem Nationalrat, sind Mitglieder einer deutschnationalen Burschenschaft. Und seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ übernehmen Burschenschafter auch in den Ministerien wichtige Schlüsselpositionen. Hans-Henning Scharsach beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Rechtsnationalen, hat mehrere Bücher dazu verfasst. Er spricht von einer stillen Machtergreifung der Burschenschaften. Ich habe Angst um Österreich. Die Burschenschaften und die FPÖ stehen für einen Abbau von Menschenrechten, für einen Abbau des Demonstrationsrechts, für Eingriffe in die Pressefreiheit, für Eingriffe in die Justiz. Diese Burschenschaften stehen gegen alles, woran ich als Demokrat glaube. Burschenschafter, die die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz immer wieder angreifen, wie Johann Gudenus oder Walter Rosenkranz, sitzen im Parlament in der ersten Reihe. Der Vizekanzler sieht sich zu einer Klarstellung genötigt. Burschenschaften haben nichts mit der FPÖ grundsätzlich zu tun. Das sind eigenständige Vereine, die nichts mit der FPÖ zu tun haben, wenn so etwas vorfällt. Gleich wo, gleich bei welchem Verein, dann ist das schärfstens zu verurteilen. Derweil finden die Ideen der Burschenschafter den Weg in die Politik. So wie hier beschwor man 2009 in Innsbruck die Deutsche Volksgemeinschaft. Keine 10 Jahre später will die Regierung die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtirol. Obwohl Südtirol seit bald 100 Jahren zu Italien gehört, spricht noch mehr als die Hälfte der Einwohner Deutsch. Auf sie setzen Österreichs Rechte und sind sogar bereit dafür, ihre strenge Einwanderungspolitik aufzuweichen. Wir haben zwischen dem Außenministerium und dem Innenministerium jetzt eine interministerielle Arbeitsgruppe auch, die eingesetzt wird, wo Verfassungsjuristen jetzt einmal auch die verfassungsrechtlichen Fragen prüfen und klären. Denn eigentlich muss jeder, der Österreicher werden will, seine ursprüngliche Staatsbürgerschaft abgeben. Für die Südtiroler soll es nun eine Ausnahme geben. Der Südtiroler Heimatbund dankt es mit einer Plakatkampagne. Schreiben die Burschenschaften und ihre Ideen also bald Staatsgeschichte? Da kommt die Affäre um ein Nazi-Liederbuch der Germania zu Wiener Neustadt dazwischen. In einem der Texte werden die Opfer des Holocaust verhöhnt. Zweiter Vorsitzender der Germania war bis vor kurzem Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich. Er will von all dem nichts gewusst haben, tritt dennoch zurück. Bundeskanzler Kurz muss gegenüber dem Koalitionspartner FPÖ, dem sogenannten Dritten Lager, ein Machtwort sprechen, will ein Auflösungsverfahren gegen die Germania einleiten und fordert: Aufarbeitung der Geschichte der FPÖ und des Dritten Lagers durch eine Historikerkommission. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit dem Liederbuch hinsichtlich Volksverhetzung und Verbreitung von NS-Gedankengut. Doch der Einfluss der Burschenschaften reicht noch weiter. 3 Richterposten am höchsten österreichischen Gericht, dem Verfassungsgerichtshof, müssen neu besetzt werden. 2 davon stehen der FPÖ zu. Da die wenigen Juristen in der Partei fast alle Burschenschafter sind, könnten hier Rechtsnationale zum Zug kommen. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Mitglied
einer verfassungsfeindlichen Organisation im Verfassungsgerichtshof sitzt. Das wäre das Ende einer verlässlichen österreichischen Justiz. Ob es wirklich so weit kommt? Viele Burschenschafter lehnen jedenfalls laut ihrem Bekenntnis Österreich als Staat eigentlich ab und streben stattdessen eine Nation für alle Deutschen an.